Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von der Sims 2 Schwarze Witwe Challenge. Im letzten Part war jetzt so viel eigentlich gar nicht los. Wir haben uns hauptsächlich ums Beseitigen der Partyüberreste gekümmert, haben aufgeräumt, weggeräumt und so weiter und so fort. Jessica hat sich auch ein wenig noch um ihren Garten gekümmert. Es wurde sich um Emilio gekümmert, hauptsächlich diesmal vom Papa. Der hat das übernommen, weil Jessica müde war und schlafen gehen wollte. Das hat sie auch getan, deswegen geht es ihr gerade blendend. Und sie kam gerade auf die glorreiche Idee, weil ihr Mann jetzt wieder schlafen geht. Sie hat ihn gefragt, passt du heute mal auf Emilio aus? Ich gehe mal wieder mich mit einer Freundin treffen. Und hat ein Date mit Julian organisiert. So, wir lassen die Zeit laufen und schauen mal. Die Geister sind auch wieder brav am Rumschweben. Ich hoffe, wie gesagt, immer noch, dass sie unseren Julian in Ruhe lassen. Ach ja, und es gab die, Ja, wo gehen wir denn mal hin mit dem guten Mann? Schönsichtingen. Wollen wir hier irgendwo? Weil was hast du denn bei Hobbys? Geheime Küche, von der Muse geküsst, grüne Oase. Könnte man auch machen. Blauseitige Heide, Downtown. Ist die Frage, wo will ich denn hin mit ihm? Hunger haben wir eigentlich nicht. Wir könnten natürlich auch in ein Hobbygrundstück mal gehen. Ja, komm, gehen wir mal in die Muse geküsst. Warum denn nicht? Machen wir ein bisschen, weiß ich nicht, Kunstatelier. Ja, obwohl dir das ist auch blöd, oder? Was haben wir denn hier eigentlich alles? Ich muss mal gucken. Schwimmen gehen wollen wir nicht. Das könnten wir auch hier. Zeitschriften, Nahrungsmittel brauchen wir auch nicht. Eine Boutique brauchen wir auch nicht. Ja gut, wir können auch in den Waldpark und da ein bisschen angeln oder an der Schaukel. Oh ja, komm, dann bleiben wir im Ort. Ist auch in Ordnung. Lass unseren Hugo bitte in Ruhe, ne? Was wollte ich sagen? Emilio am Schrein? Nee. Achso, das war das im Fernsehen eben. Okay, gut. Wir fahren jedenfalls jetzt erstmal weg. Oh, haben wir schon wieder... Ah, nee, kein Leuchtehund. Ich dachte eben schon. Haben wir schon wieder einen Werwolf hier? Wir müssen ja leider Gottes auch in der Hinsicht weiterkommen, dass Hugo und uns mal mit Julian jetzt erwischt. Und deswegen dachte ich mir, okay, die Pseudo-Freundin wird wohl heute aufgedeckt werden. Dass es eben keine Freundin ist in dem Sinne. Und ja, ich nehme mal an, Hugo wird dementsprechend dann reagieren. Wir müssen den guten Julian dann natürlich auch einziehen lassen. Und dann hoffe ich natürlich darauf, dass wir irgendwann vielleicht ein Gewitter kriegen. Und es schaffen, dass Hugo vom Blitz getroffen wird. Das wäre nämlich sowieso sein Wunsch. Und das würde passen. Problematisch ist dabei dann nur, dass die Wettervorhersage, die er sich noch angeschaut hatte, leider nur hergibt, von wegen, es ist zu sonnig, ich habe nichts zu sagen, ich bin dann mal im Pool. Ne? Mehr hat das Ding leider nicht gesagt. Und deswegen müssen wir mal schauen. So, hier fangen wir erstmal an, irgendwelche Witze zu erzählen und nicht Schach zu spielen. Nein, wir wollen erstmal ein bisschen quatschen und so weiter. Mitten auf der Gas wieder, es ist typisch. Natürlich wollen wir uns ein schönes Date gönnen. Streiche spielen? Nee, das muss nicht sein. Wir können mal kitzeln und mal ein bisschen flirten. Ein bisschen Händchen halten vielleicht. Und mal romantisch umarmen. Und ein flüchtiges Küsschen oder so. In der Richtung. Ja, ihr zwei. Ihr seid süß, ja. Oh, lass dich knuddeln. Genau. Du bist viel zu warm angezogen. Ist es denn jetzt kalt geworden über Nacht? Nein, nein, nein. Gut, was haben sie denn sonst für Wünsche? Sie möchte essen gehen, schmutzigen Witz erzählen. Oder anhören? Erzählen. Und mit Julian tanzen. Ja, tanzen dürfte hier problematisch werden. Ich glaube, wir haben hier kein, nee, Quatsch. Kein, helft mir doch mal, Stereoanlage.
So, er möchte mit ihr eine Kissenschlacht machen, er möchte sich weiterhin verloben, mit ihr tanzen auch und essen gehen. Okay. Ja gut, kriegen wir hin. Können wir machen. Eine Kissenschlacht ist auch drin. Natürlich können wir auch eine kleine Kissenschlacht hier veranstalten. Mitten auf der Straße immer noch, was ist denn daran jetzt minus? War der Witz so schlecht gewesen? Komm, dann hau ich dir halt ein Kissen um die Ohren. Vielleicht geht's dir doch besser. Und sie möchte was? Julian, bitten Sie nach Hause zu bringen. Ja, das machen wir doch direkt fest. Was können wir sonst noch machen? Mal über Hobbys reden, Natur und wertschätzen können wir ihn mal und ja, wir könnten natürlich auch zusammen tanzen. So, das ist natürlich immer eine Möglichkeit, auch das Tanzen irgendwie unterzubringen. Er möchte Trinkgeld. Für Trinkgeld rappen. Oh, yeah, okay. So, und dann würde ich sagen, wir gehen mal zusammen angeln, oder? Oder wollen wir zusammen Schach spielen? Das können wir natürlich auch machen. Hier, komm. Geh mal dahin. Und frag ihn, ob er mitmachen will. Wenn er denn so weit ist. Ach Gott, jetzt seid ihr schon wieder so weit. Naja, dann lassen wir das mit dem Ding da weg. Das hat ja dann keinen Sinn. Flirten, rumschmusen, etc. Ja. Okay, was willst du? Ah ja, du hast es jetzt auch in der Hinsicht. Okay. Ah, und den Rücken willst du gekrault bekommen. Okay, dann komm her. Dann kann ich dir natürlich noch den Rücken kraulen. Und dann können wir ein bisschen rumschmusen. So. Ah ja, alles kein Ding. Natürlich auf der völlig falschen Straßenseite. Wessen Haus ist das? Keine Ahnung. Aber ich sehe eine Anlage da drin. Ich habe die Musikanlage entdeckt. Räum die mal raus, dann kann ich hier Musik hören. Oh Gott, ja. Ja. Sekta, genau. Komm her, du. So, jetzt will sie auch noch ein traumhaftes Bild. Was will sie hier? Umarmen. Okay, kannst du machen. Einmal feste drücken. Oh. Ich dachte eben schon, was ist das für ein Zeichen. So, kommt mal her, ihr zwei Verliebten. Ihr könntet mal hier hingehen, euch da in den Pavillon setzen. Das wäre doch mal schön. Hier sitzen. Und sag ihm, er soll mitkommen. Ja, ist fein, es ist fein. Das ist sehr schön. Bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Setze dich zu mir, setz dich hin. Bitte mach mitzumachen. Okay. Kuscheln. Wie wär's denn mit Kuscheln? So. Bitte. Wie süß. Ist das schön oder ist das schön? Ja, ein bisschen kuscheln. Ja. Da hinten, ich sehe schon wieder jemanden. Den Scharlatan hinterm Baum, wie er sich versteckt. Seht ihr das? Er reibt sich schon die Hände und denkt, hahaha, ein verliebtes Pärchen, das ist mein Opfer. Ja, von wegen. Denkst du aber auch nur, ne? Oh, und dann hüpft er so freiwillig auf ihren Schoß und... Ja. Küsse ihn. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns weg hier, weil einen Scharlatan brauche ich hier nicht. Du willst schon wieder rumschmusen, ne? Ne. Okay. Hoppala. Oh, es ist jetzt. Ah, ich hab schon gedacht. Okay, rumschmusen. Ja, dann steigen die. Nein, sowas sage ich hier nicht. Ach, aber schön. Wir haben ein traumhaftes Date. Das haben wir auf jeden Fall mal. Es hat uns scheinbar auch keiner gesehen, der uns hier nicht sehen sollte. Oh, Gewitter! Wir müssen nach Hause, wir müssen nach Hause. Hör mal auf. Wir müssen jetzt dringend nach Hause. Boah, schreib mir doch nicht so ins Ohr, Omi. Auf der Schaukel. Komm, geh mal hier hin. So, auf jetzt. Hopp, hopp. Du musst ihn fragen, ob er dich nach Hause bringt. So, warte kurz. Hier. Das müsste unter Bitten sein. Fragen? Nee, Bitten.
nach Hause bringen. Genau. Oh, nee, die Hexe ist uninteressant. Die Hexe ist hier komplett uninteressant. Wir wollen nach Hause. Mama, würdest du mich heimbringen? In dem Wetter habe ich keine romantischen Gefühle mehr. Das ist mir zu gewitterig. Und da kommt ein hinterhältiger Scharlatan. Da ist eine olle Hexe mit Katze und allem. Das muss nicht sein. Nee, das brauchen wir nicht. Ja, ja. Julian, lauf mal an mir vorbei, wenn möglich. Taxi ist unterwegs. Gut, dann quatschen wir noch mal eine Runde, bis Taxi da ist. Und umarmen uns noch mal romantisch. Ja, hast du die Hexe gesehen, wie die eben losgeflogen ist? Ja, ja. Ja, ja, ja. So ist das. Und da ist das Gewitter. Bitte nicht Julian treffen. Ja, so. Und dann möchte sie natürlich auch wieder ein Dings, ein Techtelgemächtel. Kannst du mir noch mal einen Witz erzählen hier? So. Aha. So, und da ist das Taxi, genau. Und da steigen wir ein. Yep. Abmarsch, ihr zwei. Kommt rein. Julian, bitte bring mich nach Hause. Es ist mir zu nass. Hier ist es eindeutig zu nass. Da wir aber in schönen Sichtdingen sind, gehe ich jetzt einfach mal vielleicht davon aus, dass es dann bei uns auch regnen könnte. Könnte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber war auf jeden Fall schön. Wir haben da dann jetzt nicht viel gemacht, außer das Übliche halt, ne? Aber Gott, ja, ist in Ordnung. Und mal gucken, was wir daheim noch so machen können. Ja, und wie dann unser lieber Hugo reagieren kann. Also die Voraussetzungen sind gut, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ah, guck mal, Hund mit Geisterkatze. Hier regnet es nicht, ja noch nicht. Es ist ja noch ebbesfrüh. So, was hast du vor? Moment. Du willst nochmal Rücken kraulen und du willst einen Sim treffen und du willst ein Techtelmechtel mit dem Guten. Ja, nee, dann machen wir erstmal Rücken kraulen. Was möchte er noch? Er möchte auch Rücken gekrault bekommen. Er möchte sie umarmen und er möchte auch ein Techtelmechtel. Oh, guck dir mal! Leon schmust mit Blacky. Och, wie süß. Geisterliebe, oder? Schau mal. Und der Hund sagt, ja, und was ist mit mir? Ich bin auch noch hier. Oh, wie süß. Goldig. So, warte mal. Halt, stopp. Ja, genau. Es ist ja... Genau, gute Idee. Steige mal da ein. Ja. Nee, nee, du musst mitmachen. Halt, stopp, nicht. Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Komm bitte mit. Wo hab ich's denn? Bitten mitzubaden. Ja, das brauchen wir. Das ist perfekt. Wie geht's uns eigentlich? Ah! Du wirst nicht zu Tode erschreckt. Nein, 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 nein. Ich brauch dich noch. Oh nein! Jetzt, Bedürfnisse im Keller. Ach nein. Wegen Geist. Der Geist hat uns dazwischen gefunkt. Ey, wir hätten jetzt so schön hier mit Julian baden können und uns erwischen lassen können. Boah, das ist ja wieder so beknackt gelaufen. Wenn ich aber auch mal was plane, ehrlich. Okay, gut, dann komm da wieder raus. Das macht ja dann keinen Sinn. Dann geh auf Toilette und geh duschen und ja. Aber immerhin, es war ein super tolles Date. Wir laden ihn dann einfach mal tagsüber ein. Anders geht's nicht. Ja, unser Julian wird dann... Quatsch, unser Julian. Gott, was Geräusche. Hier oben, hä? Macht ihr hier so ein Krawall? Unser Emilio wird ja dann auch altern. Ja. Ich höre hier dauernd Geräusche, die mich ganz kirre machen, ganz ehrlich. Es ist, ja. Hallo du, Hund. Franco. Okay, was mache ich jetzt mit ihr? Sie ist irgendwie gar nicht müde. Sie wollte so gerne ein Techtelmechtel im Whirlpool haben. Oder im Bett. Oder überhaupt mit ihm. Gut, okay. Dann wisch das mal bitte auf. Dann kannst du hier mal säubern.
Ja, und dann können wir mal gucken, wie es Emilio geht. Der ist ja wach. Ah! Diese Geräusche hier, ehrlich, die machen mich wahnsinnig. So, dann würde ich mit Emilio mal knuddeln und mit Emilio mal spielen. Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir ihn auch mal baden oder so. Ich meine, sie ist ja jetzt wach, also, ne? Wer kommt durch die Tür? Keiner. Ja, aber das ist echt gefährlich hier mit uns. Ja, hallo du, mein Süßer. Ich war unterwegs, aber Mama ist wieder da. Und ich hab dich immer noch ganz doll lieb. Hm? Ja, mein kleiner Hosenscheißer. Ja. Hm? So, kann ich dich nochmal knuddeln? Und, vielleicht hat Emilio auch Hunger. Nein, Emilio stinkt. Das passt perfekt. Dann können wir dich baden. Dann baden wir dich. Komm, wenigstens einmal als Baby gebadet werden. Das muss drin sein. Oh, und er ist wütend hier, unser Abraham, ne? Kennen wir. Oh, und da ist der Blumenstrauß. Den tun wir natürlich direkt weg, weil muss ja nicht sein, ne? Gott, wie viele Blumensträuße die Frau hat. Hallo, würdest du bitte Emilio baden? Ja. Nicht erschrecken lassen. Einfach Emilio baden. War mir klar, das wird dem Guten zu viel. Aber da lassen wir uns jetzt überhaupt nicht schocken. Wir baden unseren Emilio. Ne? Hauptsache, sie stirbt nicht. Ja. Oh, wie süß. Oh, guck doch mal. Ist das goldig. Baden von Emilio. Ja, das macht Spaß. Oh, ich bin froh, wenn die Geister weg sind. Diese Geräusche, die die machen, sind echt fürchterlich. Ne? Muss ich ja mal so sagen. Das macht mich ganz kirre. Das quietscht und kreischt in meinen Ohren. Uah. Ja, deswegen, es wird Zeit, dass es wieder früher Morgen wird. Oh Gott, wir haben gerade Geisterstunde. Na, das kann noch eine ganze Zeit lang dauern. Aber gut, jetzt hat sie auch Hunger und muss auch mal ins Bett. Das heißt, wir packen unseren Emilio dann noch mit einer Flasche und dann wieder ins Bett. Und dann sollte es gehen mit dem Schlafen. So, Emilio die Flasche geben, das machen wir noch. Abraham, wehe, du erschreckst uns jetzt wieder. Nee, jetzt muss er natürlich am Kühlschrank stehen, dass wir nicht rankommen, oder wie? Komm, geh da weg, ich muss mein Baby füttern. Geh weg. Ah, gut. Und Blackie, ach schade, Blackie, du bist so süß. Mit dir hätte ich gerne interagiert. Also, hast du jetzt Emilio gefüttert? Hallo. Warte. Was machst du? Ist Emilio satt? Okay, also Emilio hat scheinbar gerade keinen Hunger. Dann knuddel ihn aber wenigstens nochmal. Und leg ihn dann ins Bett. Hey. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab mit dir in die Haya, damit du schlafen kannst. Ab. Ja, geh schlafen. Ja, dann haben wir hier erstmal wieder Ruhe. Und ich gucke nochmal auf die Uhr, mal schauen, wie viel Zeit vergangen ist. Oh ja, wir sind eh gleich fertig. Gut. Dann warten wir die Nacht noch ab, in der Hoffnung, dass uns niemand zu Tode erschreckt oder so. All das wäre dann echt doof. Ja, und da haben die Geister wirklich dafür gesorgt, dass unser D zu Ende war. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ne? Aber was soll man machen? Da kann man nichts machen. Kommt jetzt, haut mal ab, ihr Geister. Es ist frühester Morgen. Verzieht euch in eure Urnen. Husch! Abraham! Mach dich weg. Oh, guck mal, Abraham spielt mit Blackie. Oh, wie süß. Ich finde das echt genial. So, aber jetzt wird es echt Zeit zum Verschwinden. Ist Jessie auch schon wieder wach? Moment. Ja, von dem Gewitter hatten wir jetzt auch nichts mehr. Oh ja, du bist auch wach. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann bleiben wir auch gerade bei diesem schönen Bildchen und sagen, das war's dann für diesen Part. Und wie das mit den beiden hier weitergeht. Ob wir es schaffen, dann im nächsten Part Julian einzuladen, damit Hugo endlich da mal was mitbekommt und so weiter und interagieren kann, das seht ihr, wie gesagt, dann in der nächsten Aufnahme.
Bis dahin, macht es gut. Tschüss.